Hallo, ihr Lieben, hier ist die Petra Zülke. Ja, ich habe gestern den Impuls bekommen, ich soll mal wieder etwas in die Welt gebären. Und bevor ich auf das eingehe, möchte ich mal wieder so ein bisschen auf die aktuelle Zeit eingehen und habe dazu auch passend diesen wunderschönen Hintergrund gewählt von der Erde und dem Kosmos. Und vielleicht kannst du auch sehen, diese wunderschöne Linie, diese Lichtlinie, die eben hier auch um den Globus gezogen wird. Und die ganzen Lichtpunkte. Und vielleicht hast du auch schon mitbekommen, dass in den letzten Tagen auch die Schumann-Resonanz oder die Schumann-Frequenz ziemlich ausgeflippt ist. Wir haben schon in zwei Kongressen von mir schon ein bisschen über die Schumann-Frequenz oder Schumann-Resonanz gesprochen, und zwar mit der Susanne Glaser. Und die Susanne Glaser hat jetzt im Alte-Seelen-Kongress auch gesagt, dass es im letzten Jahr einen Gamma-Blitz gab, im Oktober oder im November, und dass auch die Urvölker einen Gamma-Blitz mal vorhergesagt haben. Und dieser Gamma-Blitz würde ein Shift einläuten, also eine Veränderung, auch im energetischen Gefüge oder im kosmischen Gefüge. Und dieser Gamma-Blitz war damals so dieser höchste bisher messbare Impuls. Und es ist wirklich auch eine Prophezeiung gewesen von den ganzen Urvölkern. Aber vielleicht kennst du auch die sogenannte Schumann-Frequenz, die Schumann-Resonanz. Die schwingt ja üblicherweise auf 7,83 Hertz, so um den Dreh rum. Aber sie hat natürlich immer mal wieder auch massive Ausschläge nach oben und nach unten. Man kann auch sagen, die Schumann-Resonanz ist der Herzschlag der Erde. Das finde ich auch ganz spannend, weil sie hat immer mal wieder deutliche Ausschläge gehabt in den letzten Monaten. Aber jetzt, so seit dem 17., hat sie so erstmal so einen riesen Peak gehabt, dann kamen nur noch so komische Linien. Und so seit dem 20.06. hat die jetzt so, also so, das sieht aus wie so Strickmuster, so wie ein Strickmuster, wie so Wellen, wie so Häkelmuster. Und dieses Bild, das kursiert gerade wirklich auch so rund um die Welt. Es wurde aufgenommen von diesem Space Observation Center in Tomsk in Russland. Manche sagen, es wäre ein Fake, es wäre irgendwo ein technischer Fehler, dass dieses Muster sich gebildet hat, weil die anderen Stationen das wohl ganz normal aufgezeichnet haben. Aber interessanterweise ist auch es so, dass es auch jetzt die Schumann-Frequenz auch immer mal wieder komplette Aussetzer hat und eigentlich nicht da ist. Oder sie ist vielleicht nicht messbar. Aber was wir natürlich alle merken, ist, dass es was mit uns als Körper macht, beziehungsweise wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja auch, dass wir in der Tiefe unserer Zellen energetische Wesen sind. Also wenn wir an unseren Körper so reinzoomen, gehst du durch die Haut durch die Knochen, die Muskeln, die Sehnen, dann kommst du in die Organe, dann kommst du in die Zellen, die Zellkerne, und dann, wenn du noch weiter als auf die zelluläre Ebene gehst, kommst du auf die sogenannte atomare oder auch energetische Ebene. Das ist übrigens die Ebene, in der ich mit dir arbeite. Und dann kommst du weiter in die Atome und Atomkerne. Und um diese Atomkerne herum sind nur noch so elektrische Teilchen, die da rumflitzen. Und dazwischen ist Leere, da ist nichts. Und diese Anteile in uns, diese oder elektromagnetische Anteil oder energetische Anteil oder dieser atomare Anteil, dieses Nichts, beträgt 99,99999997%. Und da ist also nur noch ein winziger Bruchteil an Materie da. Und wenn wir jetzt diese erhöhte Strahlung oder Schwingung haben, die aus dem Kosmos kommt, die vielleicht durch diesen Gamma-Blitz initiiert worden ist, wir wissen natürlich nicht, ist es Verschwörungstheorie, ist es Tatsache, es ist auf alle Fälle eine Tatsache, dass immer wieder diese extrem hohen Ausschläge in dieser Schumann-Frequenz gemessen werden. Und die Schumann-Frequenz, die schwingt im Grunde so, wie auch unsere Schläfenlappen mitschwingen oder, wenn es so willst, unser drittes Auge mitschwingt. Also sie schwingt tatsächlich auch mit der Energie, die wir in unserem Körper haben. Das ist absolut die gleiche Frequenz. Und durch diese Schwingungserhöhung, wenn die auf unser Energiesystem einprasselt, passiert natürlich auch was mit der Energie in unserem Körper. Also es ist wirklich so, als ob die Energie in unseren Zellen wirklich sich verändert. Und wir haben gerade davon gesprochen, dass du in den Tiefen deines Wesens, dass du dein energetisches Wesen bist, dass du pure Energie im Grunde bist. Und wenn jetzt Energie auf Energie trifft, eine hohe Energie auf vielleicht auch schon deine hohe Energie, dann pritzelt es so und dann fängt auch die Energie in dir an, sich auszudehnen. Und
Ich finde es natürlich immer sehr spannend. Also auch dieser Gamma-Blitz hat schon einiges mit uns im letzten Jahr gemacht. Da haben wir auch im letzten Interview mal von gesprochen, oder ich meine auch im vorletzten Interview, das ist ja nicht klasse. Kann ich gerade gar nicht genau sagen. Ich glaube, es war im Alte-Seelen-Kongress in dem Interview, dass man auch schon mal festgestellt hat, wenn sich Astronauten außerhalb der Erdatmosphäre aufhalten, dass da im Grunde ein ganz anderes Denken möglich ist. Also, dass du, sobald du im Erdmagnetfeld bist, dass da eine gewisse Schwere wieder reinkommt und dass man dann eine ganz wirklich in dieser Schwere der Erde beginnt zu denken. Wenn du aber außerhalb dieses Erdmagnetfeldes bist, kannst du anders denken. Und das hat man anscheinend auch nachgewiesen, auch, ich weiß nicht wo, aber in irgendeinem Zentrum, wo eben Astronauten ausgebildet werden. Ich glaube, es war auch in Russland. Das bedeutet natürlich auch, wenn du außerhalb von diesem Schwingungsfrequenzen der Erde bist, ist ein anderes Denken möglich. Und wir haben auch im Interview schon mal davon gesprochen, ob es nicht auch sein kann, dass gerade diese ganzen Erhöhungen von der oder diese Ausschläge von der Schumann-Frequenz, ob die nicht auch eine Auswirkung auf unser Denken und Fühlen haben. Und wenn wir natürlich solche elektromagnetischen Wesen sind oder energetische Wesen und auch ein Gedanke ist im Grunde nichts anderes als ein Impuls, auch ein Gefühl ist nichts anderes wie so ein Impuls. Oder wenn du jetzt eine Blockade hast, ist es ja eben ein eingefrorener Energiezustand, kann man sagen. Da schaltet dann drin das Gefühl, das Ereignis und eben auch diese grundsätzlichen Glaubenssätze sind auch eingefroren auf ja, so einer energetischen Ebene. Also es ist ja alles Frequenz und Schwingung. Und wenn jetzt natürlich immer wieder diese Peaks sind, wo eben vielleicht aus dem Kosmos nochmal eine höhere Strahlung auf uns einprasselt, passiert auch was auf atomarer Ebene in uns. Und das bedeutet natürlich auch, wenn wir auch sagen, auch ein Gedanke ist eine Schwingung, auch wenn du was aussprichst, ist übrigens eine Schwingung. Licht ist übrigens auch nichts anderes als Schwingung. Dann passiert halt was in den Tiefen unserer Zellen. Und man könnte wirklich meinen, dass das über den Kosmos eingeleitet wird, dass sich unsere Schwingung im Körper wirklich verändert. Und mein, klar, wir reden viel von Verschwörungstheorien und ich kann dir definitiv nicht sagen, was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit. Aber ich weiß halt auch, wenn sich die Strahlung aus dem Kosmos erhöht oder diese Schwingung aus dem Kosmos erhöht. Also ich bin hellfühlig. Mein Körper ist, das weißt du vielleicht auch schon, wenn du mir schon länger folgst, mein Körper ist Portal. Also ich bin das Portal. Ich empfange die Schwingung extremst. Wir haben letztens von dem Ausschlag gesprochen. Der ist übrigens auch schon wieder besser. Also dieses alte Gift scheint sich wieder aus dem Körper so ziemlich befreit zu haben. Aber wenn du Portal bist, dann wirst du das nochmal viel hellfühliger und feinfühliger mitbekommen, dass etwas mit dir und deinem Körper passiert und vielleicht auch mit deinen Gedanken passiert. Und darum geht's. Und wenn ich mir dieses Bild angucke, das da gerade im Netz kursiert und was vielleicht ein technischer Defekt sein könnte von dem Messgerät, was aber vielleicht auch Wahrheit sein könnte, weil es ist etwas, was noch nie da war. Das wird natürlich jetzt interpretiert, wie blöd jeder versucht zu interpretieren. Aber ich weiß halt auch aus der Arbeit mit meinen Klienten, dass wenn sich wirklich jetzt auch diese Schwingung so erhöht, dass es, oder wir vielleicht auch dieses Feld, diese Schwere im Kosmos schon so durchlichtet haben, dass immer mehr Licht jetzt hier auf die Erde kommt und Licht ist auch nichts anderes wie Frequenz und Schwingung und diese Schwingung mit unserem erhöhten Bewusstsein interagiert und schwingt, dass natürlich auch schon dieses morphogenetische Feld sich ein Stück weit verändert hat und so natürlich auch erst recht eine höhere Schwingung möglich ist. Das ist auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob man es gerade sehen kann, aber ich kriege Gänsehaut. Übrigens spannend auch, dass jetzt hier mein Hintergrund gerade verschwimmt. Und ich merke auch, dass es mir hier im Hals vibriert. Also ganz, ganz spannend. Ja, aber was wäre denn, wenn sich jetzt diese Schwingung so mit einem Zack entladen würde, diese ganz hohe Schwingung, die jetzt aus dem Kosmos auf uns einprasselt? Möglicherweise wären wir damit überfordert. Und das merke ich auch zum Beispiel, wenn ich mit Klienten arbeite. Ich habe echt auch gesehen, viele sagen, das Licht, oder ich werde so verfolgt von der Dunkelheit. Die Dunkelheit, die ist immer wieder ein Teil von mir. Aber andererseits, wenn mein Licht ist so hell, ich würde die Menschen verbrennen in meinem Umfeld, weil, und ich kann dazu immer nur sagen, die Menschheit ist wirklich noch gar nicht bereit, uns wirklich als wirklich diese hellen Lichtgestalten wahrzunehmen, die wir tatsächlich sind, oder uns auch in unserer vollen Leuchtkraft oder in unserem vollen Potenzial wahrzunehmen.
Die würden zunächst mal einen Schock kriegen, denn er wird den Boden unter den Füßen wegziehen. Und ja, wir wären im Moment für die noch zu viel und wir wären auch im Moment auch noch für die Heilung der Erde in unserer wahren Kraft und Stärke zu viel. Und daher ist es auch so, dass sich auch diese kosmischen Frequenzen, soll ich sagen, in Etappen freisetzen. Und wenn ich mir dieses eine Bild betrachte, ich werde es auch mal hier drunter packen, du kannst es interpretieren, wie du willst. Wie gesagt, ich stehe auch nicht für den Wahrheitsgehalt dieses Bildes ein. Es gibt da die wildesten Gerüchte. Ich kann nur dir meine Sicht der Dinge mitteilen. Aber für mich sieht es so aus, als ob diese Wellenfrequenzen, als ob die dieses Licht in gewisser Weise so bündeln, dass wir nicht auf einmal die volle Ladung abgehen, als ob sich es erstmal verteilt, wie so Wellen, dass es gleichmäßig beginnt zu schwingen. Nicht jetzt so diese massiven, krassen Ausschläge, die man halt kennt von der Schumi, dass die halt, ne, hier diesen Peak hat und dann ist wieder vielleicht mal ein Tag gar keine Schumann-Frequenz, sondern dass es in so Wellen geht oder in, sieht auch aus, teilweise aus wie DNA-Stränge. Und vielleicht braucht es auch diese dosierte Erhöhung der Schwingung, damit auch unser Schwingungskörper, Mensch, unser Schwingungskörper, unser Lichtkörper, wie auch immer man das nennen möchte, wir sind ja nichts anderes als Frequenz und Schwingung. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass wir in den Tiefen unserer Zellen pure Energie sind, dass wir da mithalten können, dass es uns nicht überfordert, dass es in, ja, es um gewisses sanftere Schwingen geht und nicht um diese krassen Ausschläge. Aber nichtsdestotrotz macht das natürlich auch was mit uns als Körper. Weil, also ich merke das auch immer, ich bin heute Nacht hier ausgerastet, weil ich konnte nicht schlafen. Mein ganzer Körper, der spielt ja verrückt. Mein Körper ist, durch die Hellfühligkeit bin ich ja eh schon immer, ja, wie soll ich sagen, manchmal sehr überfordert, wenn die Energie sehr hoch ist. Dann schwitze ich, dann ballt sich die Energie in meinem Schoßraum auch regelrecht zusammen. Und dann merke ich richtig, hier will wieder was geboren werden aus dem Schoßraum raus. Und das bringt mich auch zum Thema. Ich weiß nicht, wie es deinem Schoßraum geht, aber ich habe das Gefühl, dass der Schoßraum tatsächlich das letzte, ich sag's mal in Anführungszeichen, das letzte ist, was auf unserem Weg in unsere Freiheit eigentlich heilen will. Wir haben jetzt, im letzten Video haben wir ja davon gesprochen, dass es jetzt um die Materie geht, dass wir halt in den letzten Jahren viel geheilt haben. Also wir haben auch gesagt, dass auch Schmerz oder so sich ja wie ein Knoten im Energiesystem befindet, dass da eben das Ereignis, das Gefühl und die massiven Glaubenssätze halt dahinterlegt sind. Und das kann man eigentlich auf energetischer Ebene gut auflösen. Und ich denke, das haben wir auch sehr gut auch geheilt. Wir haben auch uns sehr gut mit unseren Spirits verbunden und haben auch die Impulse bekommen. Und im letzten Video haben wir davon gesprochen, dass es jetzt zurückgeht in die Materie. Und aber da wir jetzt ja wieder diese hohen Impulse wieder haben aus dem Kosmos und die doch wieder mit der Materie interagieren, mit uns als Körper interagieren, habe ich wirklich festgestellt, es braucht natürlich zum einen eine gute Erde und es braucht natürlich gerade auch die Festigung der unteren Chakren. Das ist was wir zum Beispiel in meinem 16-wöchigen Mentoring Divine Core machen. Da gehen wir durch deine unteren vier Chakren, die für die Existenz hier auf der Erde stehen und sorgen dafür, dass du wie ein Fels hier in der Brandung stehst und auch nicht mehr manipulierbar bist, dass du dein Herz geöffnet hast und dass du auch mit den Energien vertrauensvoll mitfließen kannst. Aber ich habe auch die Notwendigkeit erachtet oder gesehen, dass es jetzt in meinen Augen auch gewissermaßen darum geht, dass wir uns diesen hohen Energien angleichen und dass es auch um die Schöpferkraft jetzt geht. Weil ich glaube, dass aktuell besonders der Schoßraum mit diesen hohen Energien mit agiert oder interagiert. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das benennen soll. Es ist ja auch so, dass uns diese Zeit gerade so herausfordert, dass wir haben noch nicht wirklich eine Sprache für das, was jetzt passiert. Und ich glaube wirklich auch, dass der Schoßraum mit das Letzte, auch wieder in Anführungszeichen ist, was wir heilen dürfen generell. Und dass er natürlich, weil der ja auch so viel in sich trägt, jetzt auch extremst angetriggert wird oder interagiert mit dieser hohen Schwingung. Also ich merke das auch ganz, ganz, ganz stark, dass es jetzt vor allem auch um die Heilung des Schoßraums geht. Ich meine, ich habe
letzte Woche ein Coaching gehabt mit einer meiner wunderbaren neuen Klientinnen. Und da fiel auch der Begriff, der Bauchnabel ist die Nabelschnur zur Erde, die Verbindung zur Erde. Ich habe nur noch gezittert und weiß auch, ich habe einen entzündeten Bauchnabel seit einigen Wochen, so wie ich halt hier auch diesen Ausschlag hatte. Und ich merke wirklich auch, jetzt geht es irgendwie um die Schöpferkraft, es geht um vielleicht auch um die Sexualenergie, es geht um die Lebenskraft. Und da sind natürlich ganz viele Energien gefangen. Aber um sich diesem Thema zuzuwenden, braucht es natürlich erstmal eine ziemlich gute Erdung und dass wir eben auch im Körper sind. Ich glaube, wir müssen im Körper sein, grundsätzlich, um uns auch diesem Thema Schoßraum zuzuwenden. Und es geht jetzt auch nicht unbedingt um Schoßraumheilung, sondern es geht darum, den Schoßraum zu verstehen und mit ihm zu interagieren und ihn vielleicht lesen zu lernen. Und ich habe wirklich gemerkt, also ich habe unter anderem, ihr wisst ja, wenn ihr mir schon länger folgt, ich hatte sehr viel Trauma. Und es gab auch einen Missbrauch in der Kindheit. Und ich weiß, dass viele Menschen, auch viele Lichtarbeiter, auch Missbrauch erlebt haben. Und in meinen Augen ist das Thema Missbrauch auch mit das Schwerste, was man heilen kann. Und tatsächlich habe ich es auch noch nicht geschafft. Und ich glaube, es geht gerade auch nicht um die Heilung von Missbrauch, aber es geht darum, dass wir uns jetzt diesem verletzten Schöpfungszentrum zuwenden. Und ich habe auch gemerkt, es braucht dazu natürlich auch erstmal eine gewisse Bewusstheit, dass du vielleicht erkannt hast, wer du bist, dass du vielleicht eine alte Seele oder Urseele bist, dass du vielleicht erkennst, okay, da ist eine Schwingungserhöhung, ich bin ein Energiewesen und das die kosmische Schwingung, die interagiert mit mir und mit meinem Schoßraum, mit meinem Wurzelzentrum. Und es braucht auch, dass du schon eigentlich ziemlich in deinem Körper bist, weil erst wenn du in deinem Körper bist, kannst du ja auch fühlen, wie geht es mir eigentlich, wie geht es meinem Körper, wie geht es meinem Schoßraum, wie geht es meinen Wurzeln. Und mir ist die letzten Tage so bewusst geworden, ich bin ja wieder sehr ehrlich zu dir, das weißt du. Ich bin generell sehr ehrlich und authentisch. Aber ich habe festgestellt, ich halte meinen Schoßraum zurück. Das ist wirklich so, als ob da so ein, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein eisernes Band um meinen Schoß gespannt ist. Und ich habe auch gemerkt, und ist natürlich auch erst möglich, wenn du deinen Körper spürst. Also wenn du noch hier Beton hast und deinen Körper noch gar nicht spüren kannst, kannst du auch nicht spüren, ob du dann irgendwo in deinem Körper etwas hältst. Ich habe auch gemerkt, ich habe eine Spannung natürlich hier im Kiefer, aber hier die Spannung im Kiefer hängt natürlich auch zusammen mit der Spannung deiner Yoni. Und dann habe ich auch gemerkt, Mann, ich halte nicht nur meinen Schoßraum so, also als ob man, sagt da gleich was dazu, als ob man wirklich versucht, immer den Körper im Schoßraumbereich zu halten. Nein, ich halte auch die Yoni. Ich halte sie so fest, dass sie mir irgendwo einen Halt gibt. Also die ist nicht offen oder weit oder, sag's mal, in Anführungszeichen empfangsbereit. Sie ist noch gehalten von der Energie in meinem Körper. Vielleicht ist es eine gewisse Kontrolle, ich weiß es nicht. Und hier der Kiefer, Halschakra und Yoni, die beide sich noch halten, das hängt miteinander zusammen. Also es braucht im Grunde eine Heilung jetzt auch in diesem Bereich. Und das merke ich, dass das jetzt auch stattfinden möchte. Vielleicht geht es um eine sexuelle Öffnung. Das erleben wir ja auch, wenn es um Thema Seelenpartner geht oder Twin Flame, dass es da um die bedingungslose Liebe geht, dass es da auch um die Sexualität der neuen Zeit geht. Aber das, was ich jetzt heute so mit dir teilen möchte, hat jetzt erstmal nichts mit Sexualität oder sowas zu tun oder auch nicht mit Missbrauch, sondern es geht einfach darauf, dass wir uns immer mehr mal in den Körper hinein sinken lassen und spüren, wo halten wir uns noch? Wo braucht es noch vielleicht die Kontrolle vom Verstand oder von dem, was wir im Außen erfahren haben, dass wir uns noch halten müssen? Und ich glaube wirklich auch, dass diese Schwingungserhöhung dazu dient, dass wir dieses Halten müssen jetzt auflösen. Weil es geht ums Fließen, es geht ums Loslassen. Und ich merke wirklich ganz stark, dass es auch um diesen Bereich geht, dass die Schöpferkraft und diese weibliche Kraft, dass die jetzt fließen dürfen. Und dass es vielleicht auch darum geht, dieses, ich muss meine Yoni halten. Vielleicht. Und wir haben alle vielleicht Partner, Sexualpartner gehabt, wo wir gemerkt haben, die Energie stimmt nicht. Es tut mir vielleicht sogar weh, wenn ich mit einem Mann zusammen bin. Oder ich mache halt das, weil alles tun, weil man mir beigebracht hat, dass ich vielleicht so meinen Partner halten kann.
Und ich glaube halt wirklich auch, wir haben viel über das alte Gift auch schon gesprochen. Es ist zum einen ja der Prozess, dass sich diese alten Muster und Traumatisierungen und Konditionierungen aus dem Körper befreien. Aber im zweiten Schritt sind es halt die körperlichen Prozesse und die alten Energien, die gehen über den Körper raus. Und wenn wir zum Beispiel unsere Yoni halten, heißt es ja auch, wir vertrauen vielleicht dem Fluss des Lebens noch nicht. Wenn wir die Yoni halten, dann versuchen wir zu kontrollieren, dann versuchen wir das Leben zu kontrollieren, dann versuchen wir vielleicht auch zu kontrollieren, wer darf überhaupt in mein Leben kommen, wer darf in mich hineinkommen, die Yoni zu halten. Also da muss man ja erstmal seinen Körper überhaupt spüren und zu sehen, Mann, ich halte die ganze Zeit diesen ganz intimen, sensiblen Bereich energetisch fest, dass er sich gar nicht öffnen kann. Ich halte vielleicht die ganze Zeit meinen sensiblen Schoßraum fest, weil der auch so viel Verwundungen hat. Ich halte vielleicht die ganze Zeit auch diesen Bereich hier fest, weil ich so vieles so lange nicht aussprechen durfte. Und ich glaube wirklich, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo wir dort loslassen dürfen. Es geht nicht um die Heilung von Missbrauch, von dem, was ich heute noch dir vorstellen möchte. Es geht auch nicht um sexuelle Heilung, sondern es geht darum, dass wir uns die Energien im Schoßraum angucken, das, was uns noch zurückhält und das, was jetzt vielleicht über die Schwingungserhöhung ins Fließen kommen möchte, dass wir loslassen dürfen, dass wir unsere Yoni vielleicht befreien dürfen, dass wir das loslassen dürfen, was uns vielleicht Schutz hier in diesem sensiblen Bereich gibt und was uns vielleicht auch hier Schutz gibt. Und ehrlich gesagt, ich habe noch gar keine Ahnung, was da kommen soll oder kommen will. Ich weiß nur, ich habe den Impuls bekommen, dazu einen vierwöchigen Kurs zu machen. Im Grunde geht es um das Loslassen dieser Energien, die wir noch festhalten. Und vielleicht auch ein Stück weit um das Befreien der Schöpferkraft. Also wir gucken uns an, warum halten wir jetzt in diesem ganz intimen Bereich noch Energien fest? Und da habe ich mir einfach gedacht, wir machen so einen kleinen 4-Wochen-Kurs mit vier Zoom-Calls in den 4 Wochen. Und ich führe euch in diesen 4 Wochen auf die atomare oder energetische Ebene. Und wir gucken mal, was möchte sich jetzt zeigen. Und in der ersten Woche habe ich mir gedacht, gucken wir erstmal, dass wir eine gute Erdung haben für diesen Prozess. Weil Erdung ist natürlich wichtig. Ohne Erdung driften wir vollkommen ab. In der zweiten Woche würden wir uns dann mal in den Körper so reinbewegen und gucken, was hält mich noch zurück? Es geht nicht mehr um die Heilung von Trauma oder Schmerz, sondern wir gucken einfach, was ist denn jetzt bereit, dass ich es einfach nur loslassen kann, ohne dass ich es vielleicht angucken muss. Und wir gucken es uns in der Gruppe an. Und wir spüren mal in den Körper rein. Und deswegen ist es wichtig, sage ich ja, ihr müsst, wenn du jetzt sagst, das interessiert mich oder so, du musst schon so weit sein, dass du deinen Körper spüren kannst. Schon ein gewisses Gespür für deinen Körper haben, was will dein Körper mehr haben. Aber wenn du im Körper noch ganz, ganz hart bist und deinen Körper gar nicht spürst, ist das, was wir jetzt so die nächsten 4 Wochen zusammen kreieren, sicherlich nicht das Richtige für dich. Aber wenn du dich auf dieses Wagnis oder Experiment mit mir zusammen einladen lassen willst, von dem ich auch noch gar nicht weiß, wie es ausgeht, dann lass dich gerne mit drauf ein. Also wie gesagt, in der ersten Woche würden wir mal gucken, dass wir uns gut erden, dass wir uns dann einfach so ein bisschen vorbereiten auf das, was losgelassen werden will. Und dann gehen wir in den Körper rein und gucken, Mayoni, da ist so eine Energie, da ist noch so eine Spannung da. Was ist denn das für eine Spannung? Gehört sie mir? Ist es was Altes? Darf das Alte gehen? Wir gucken uns nicht den Schmerz an. Und auch, du weißt, ich habe selber Missbrauch und ich habe diesen Missbrauch noch nicht geheilt tatsächlich. Und für mich ist Sexualität immer was sehr Herausforderndes gewesen. Aber ich weiß auch, dass jetzt aus dem Schoßraum Energien sich befreien möchten. Und ich vermute wirklich auch, dass diese hohe kosmische Strahlung, dass es jetzt um die Schöpferkraft geht und um die Lebensenergie und um diese weibliche Kraft, die sich jetzt befreien will. Und ich glaube, dass dieser kleine Kurs von den 4 Wochen jetzt darauf zielt. Ich kann es dir noch nicht mal wirklich sagen, aber wir gucken mal rein. Und wir ermächtigen uns auch in der dritten Woche fangen wir an, uns zu ermächtigen, dass wir jetzt das gehen lassen dürfen, was gehen möchte. Und in der vierten Woche gehen wir in die Balance mit dem, was gerade im Kosmos ist, dass wir uns an die neuen Energien angleichen. Das ist mein Konzept.
Wie gesagt, ich kriege immer die Impulse, ich weiß immer noch gar nicht, was passieren will. Aber wenn du dich gerufen fühlst, dann sei gerne in diesen 4 Wochen mit dabei. Dieser kleine Kurs findet statt per Zoom. Also da passen bei mir maximal 100 Leute rein. Es wird ein Gruppenkurs sein. Und wenn du es als Frühbucher jetzt buchst, würdest du 20.06., sagen wir mal, bis zum 30.06. kannst du die 4 Wochen für 222 € buchen und danach kostet es 444 € für 4 Wochen. Und wenn du jetzt Lust hast, da einfach mit dabei zu sein, kannst du einfach mir eine Nachricht schreiben. Ich werde dir meine E-Mail-Adresse verlinken. Ich werde das Ganze natürlich auch noch in meinem Newsletter teilen. Und wir gehen einfach mal auf dieses Experiment Befreiung der Schöpferkraft und Ermächtigung, dass wir in die weibliche Kraft gehen. Und wie gesagt, ich habe noch keinerlei Ahnung, wo es hingeht. Aber du hast vielleicht schon, kennst vielleicht schon meine Meditationen und hast auch schon gemerkt, dass die was mit dir machen. Und du wirst auch merken, ob du damit in Resonanz gehst oder nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht um die Befreiung der weiblichen Kraft jetzt. Und ich merke auch gleich, dass mein Körper da mitschwingt. Es geht um die Befreiung der Schöpferkraft. Wir heilen keinen Schmerz. Wir lösen auch keine Traumatisierung auf. Aber wir gucken einfach mal, was möchte jetzt befreit werden? Also hinterlass mir gerne nach, ob das was für dich ist. Du kannst mir auch was über Facebook im Messenger schreiben oder einfach in den Newsletter dann schreiben, dass du dabei bist. Und dann schicke ich dir einfach eine Rechnung und dann bist du mit dabei. Und ich würde auch vorschlagen, wir machen diesen kleinen Kurs generell sonntags um 10:30 Uhr oder 11 Uhr. Das finde ich eigentlich immer eine gute Zeit, weil das ist immer so, manche gehen auf eine Matinee, aber wir können uns am Sonntagmorgen, das sind die meisten zu Hause, vielleicht machen wir es auch schon um 10, 1,5 Stunden pro Call, vielleicht auch ein bisschen länger. Und da schwingen wir uns quasi auf diese höhere Energie ein und gucken mal, was macht es denn mit unserem Körper, mit unserem Schoßraum? Was ist danach? Was passiert denn danach mit uns? Ist da wieder ein Stück weit mehr Freiheit in mir, ein Stück weit mehr Weiblichkeit befreit, ein Stück mehr Kraft in mir? Also es ist im Grunde wie so ein, ja, ein Experiment. Ich kann dir den Ausgang nicht vorhersagen, aber ich weiß nur, ich muss es tun. Und du wirst auch spüren, ob es für dich die richtige Energie ist. Und wenn ja, sei gerne mit dabei. Ich mache vielleicht übers Wochenende auch noch eine kleine Landingpage. Gucke ich mal, wie ich Zeit habe. Aber du kannst dich einfach schon bei mir melden und sagen, du möchtest es machen oder nicht machen. Wenn du es nicht machen möchtest, ist auch okay. Du entscheidest, du bist dein eigener Schöpfer, der Schöpfer deiner Realität. Und du kennst mich jetzt ja auch aus dem Kongress schon gut genug, um zu spüren, ob ich dich weiterbringen kann oder nicht. Und ob wir gemeinsam mal auf Entdeckungs- und Forschungsreise gehen, was dich denn jetzt aus uns befreien möchte. Ja, und das war es jetzt halt auch schon von mir. Spür in dich rein, ob du da Lust hast oder nicht. Es ist ein Gruppencall und er findet statt ab 5 Leuten. Und wenn keine 5 Leute dabei sind, findet er nicht statt. Aber ab 5 Leuten findet er statt. Und wie gesagt, du kennst mich und meine Energie. Spür in dich rein, ob du Lust hast, mit mir gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen, was ich jetzt befreien möchte und ob du unser Körper sich vielleicht dieser Frequenz ein Stück weit angleichen möchte. Und wir gemeinsam, durch dass wir das, was ich befreien möchte, unseren Körper ein Stück weit neu, kann man sagen, restrukturieren, klingt blöd, aber vielleicht neu energetisieren und das, was sich befreit hat, gleich wieder durch diese erhöhte Schwingung auffüllen können. Und vielleicht hast du auch mal gehört, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, war der Dalai Lama oder waren es die Hopi-Indianer? Es ist die westliche Frau, die die Welt befreit. Es sind wir Frauen, gerade wir durchkonditionierten Frauen. Und ja, vielleicht ist es der Weg schon wieder ein Schritt in die Freiheit. Ich habe keine Ahnung, aber es ist auch das Schöne eigentlich. Wir müssen es heute auch nicht wissen. Es geht um Frequenz, es geht um Schwingung. Du kennst meine Medizin, die ich dir geben kann, dass wir in deinen Körper reingehen, dass wir auf die über Heilenergie in den Körper reingehen, dass wir auf die Frequenz- und Schwingungsebene gehen und da gucken, was passieren will. Ausgang offen, es ist ein Experiment und ich habe einfach total Bock drauf zu gucken, was passiert in dir, was passiert in mir. Fühl dich rein, ob du dabei sein willst. Nutz den Frühbucherrabatt bis zum 30.06. Dann sind es 222 € für die 4 Wochen.
Und nach dem 30.06. sind es dann eben 444 Euro. Und ich werde den Kurs dann vielleicht auch als Aufzeichnung zur Verfügung stellen, dann für Menschen oder Frauen, die dann eben das zum späteren Zeitpunkt machen möchten. Und der Kurs, heute ist der 20.06., würde ich vorschlagen, wir starten am, guck mal gerade eine Sekunde, was ist ein guter Tag? Ich mache sowas immer intuitiv. 9.07. fühlt sich für mich gut an. 9.07. um 10:30 Uhr. Erster Call, wenn du dabei sein willst. Ich freue mich total auf dich und let's see what happens or let the magic happen. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und wenn du dabei sein willst, schreib mir einfach eine Nachricht und dann habe ich fast übers Wochenende auch ein kleines Formular fertig, wo du dich einbuchen kannst und dann sehen wir uns am 9.07. zum ersten Call. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und bis bald, deine Petra. Tschüss.